Hallo und ein herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Human Resource Machine. Hier, Jahr 13, Ausgleichsraum. Manchmal sind manche Zahlen größer als andere Zahlen und manchmal sind sie gleich. Wie können wir das herausfinden, ne? Das habe ich aus diesem herausragenden Buch. Welche Zahl sind sie für die aufstrebende Null? Sie können sich später ausleihen. Okay. Hallo Welt. Was? Ah, sehr geil. Nehmen Sie zwei Dinge aus der Inbox. Wenn sie gleich sind, legen Sie eines in die Outbox. Bewerben Sie nicht gleiche Paare. Wiederholen. Sie haben Kommentare erhalten. Sie können dazu nutzen, Teile Ihres Programms zu kennzeichnen, wenn Sie möchten. Traumhaft. Okay. So. Wir nehmen jetzt was raus, legen das in die Null rein. Was ist eigentlich hier die Optimierungsziele? Hallo. Maximal 9 Befehle, maximal 7 Schritte. Ich vermute mal, dass hier wahrscheinlich 6. Nee, das reicht ja gar nicht. Achso, Moment, ja, ist ja wieder mit. Na. No. Okay. Also, wir nehmen das erste Objekt, legen es hier rein. Dann nehmen wir das zweite Objekt und ziehen das von der Null ab. Jetzt machen wir ein Jump if Zero, weil dann sind die gleich. Sonst machen wir ein Jump. Sagen wir Copy from 0 und legen das in die Outbox. Halt, hier natürlich. Und dann springen wir nach oben. So, zack, neue Befehle. Müsste eigentlich funktionieren. Nee. Da? Jetzt kommt die 2. 0, guckst du. Können wir die 2 reintun. Sehr schön. Die Musik ist auch schön, fällt mir gerade auf. So viel gespannt. Nicht gespannt, entspannt. Sehr schön. So, wie viele Schritte habe ich benutzt? 9 war erstmal schon mal ganz gut. Na? Ah, 28. Okay, weiter. Nee, natürlich nicht. Man nimmt einfach das weg. Und wiederholt das Programm. Ja, also Inbox. Copy to 0. Inbox. Sub 0. Jetzt machen wir ein Jump if 0. Und ein Jump. Dann ein Copy from 0 und ein Outbox. So, und jetzt machen wir natürlich folgendes. Dieser Jump, der geht nicht hier hin, sondern der geht hier hin. Und dieser Jump hier geht hier hin. Ja? Mir ist ja relativ klar, was gemeint ist immer. Also, das ist ja so wiederkehrendes Ding. Sprünge, Schleifen und sowas, die brauchen einfach zusätzliche Operationen. Aber im Code sind sie natürlich kleiner. Und insbesondere sind sie im Code auch deutlich lesbarer. Ne? Ja. Und jetzt, wir haben ja gemerkt, es waren 8 hier insgesamt 8 Paare, also 16 insgesamt. Machen wir das einfach noch zweimal. So, Inbox. Subtrahieren. Jump is 0. Jump. Copy from. Und Outbox. Und das, du springst hier hin. Und noch ein letztes Mal. Copy to 0.
Inbox. Sub. Halt. Sub 0. Jetzt springen wir wieder bei 0. Copy from. Genau. Und Outbox. Haben wir 32 Befehle. Wie sollte ich maximal benutzen? Höchstens 27. Das ist jetzt viel, 32, aber im Prinzip ist es ja so, dass der da etliches überspringen wird. Ist schade, dass hier kein Schrittzähler irgendwo mitläuft. Das wäre eigentlich noch ziemlich cool. Ja, bis zum Schluss, also ich zähle die jetzt, ne? Bis zum Schluss weiß ich nicht, ob das geklappt hat oder nicht. Naja, siehst du? Sogar 26 Schritte. Nice. Okay. Maximierungsraum. Ah ja. Da wird aber wahrscheinlich die größere Zahl. Also, es gab eine Planänderung. Die Buchhaltung hat festgestellt, dass es nicht mehr profitabel ist, alle Zahlen gleich zu behandeln. Die Geschäftsführung will nur die großen Zahlen. Nehmen Sie zwei Dinge aus der Inbox, dann legen Sie nur das größere in die Outbox. Sollten sie gleich sein, nehmen Sie einfach irgendeins von den beiden für alle Paare wiederholen. Sie haben einen neuen Befehl. Springt nur, wenn das, was Sie halten, negativ ist. Also kleiner als 0. Fährt sonst mit der nächsten Zeile fort. Okay. Sag mal, was hast du denn hier? 10 Befehle, 34 Schritte. Okay. Eigentlich eine einfache Sache. Funktioniert eigentlich genauso wie der erste. Ne? Wir machen jetzt hier einen Sub. Okay, und wenn das negativ ist, das Sub 0 zieht von dem aktuellen Wert, zieht den Inhalt einer Karte vom Inhalt ihrer Hände ab. Das heißt, wenn das negativ ist, dann ist das in meiner Hand kleiner als das, was auf dem Boden liegt. Ja, das heißt, die auf dem Boden ist größer. Und wir können jetzt hier ein Copy from. Moment. Im Prinzip würde man mit weniger Sprüngen auskommen, wenn ich sozusagen dann springe, wenn das positiv wäre. Ja, weil dann könnte ich sozusagen über den Block einfach drüber springen und müsste die behandeln. Aber um das andersrum zu subtrahieren, müsste ich... Ich muss die in den Speicher hauen. Ich muss ja im Falle, dass das negativ ist, das andere rausholen. Okay. Also ich ziehe jetzt das von der die 0 von meiner Hand ab. So, Outbox. Und jetzt hier Copy to. Nee. Quatsch. Copy from. 1. Outbox. So, du springst hier drüber. Und insgesamt springst du nach hier hin. So, wie viel soll ich jetzt maximal? 10 Befehle. Wie soll denn das funktionieren? Aber na gut. Gucken wir erstmal. Wir können erstmal gucken, ob das funktioniert. Und dann fangen wir an. Dann gucken wir, ob wir es optimieren.
What? Halt, 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 halt. Warum hast du das jetzt nicht gemacht? Ach. Das können wir hier schön debuggen. Ich bin ja selten dämlich. Der muss natürlich hier hin. Okay. Und wir machen hier. Wir holen das hier aus der 1. Und hier aus der 0. Und dann passt es auch. So, wie viel. Wie viele Schritte haben wir jetzt hier genommen? Ach, war ganz mies. Okay. Mit 10 Schritten soll das gehen. Mit 12. Mal probieren. Ich habe jetzt hier eine 5 in der Hand. Wenn ich jetzt das beides miteinander addiere, hätte ich die 6. Okay. Warte mal, ich bin gerade bescheuert. Und zwar kann ich das Ding doch gleich hier hoch machen. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn das nicht negativ ist, geht er hier rein und dann geht er hoch und fängt gleich wieder an. Das ist schon mal ein Schritt weniger, den ich machen muss. Aber ich denke trotzdem, dass das ein Ausreich für die, für dieses Ding. Ja. So, ich muss jetzt hier irgendwo noch 2 Befehle einsparen. Ich könnte das wegnehmen. Aber wenn ich das wegnehme, komme ich dann unter Umständen nicht wieder hin. So. Wenn ich den Kopitur das hier weggenommen hätte, würde ich jetzt hier die 6 nicht haben. Warte mal.
Warte mal. Ich nehme das mal weg. Und zwar, wenn das Ergebnis negativ ist. Also, der zieht... Moment. Ich lege das erste hier rein. Dann nehme ich das zweite und ziehe den Wert hier von dem zweiten ab. Wenn das Ergebnis dann negativ ist, weiß ich, dass hier die größere Zahl drin ist. Na, dann ist das hier gut. Wenn das aber positiv ist, dann addiere ich dazu die 0. Weil dann weiß ich, dass das die größere Zahl ist. Und lege es in die Outbox. So, also das müsste auch funktionieren. Genau. Aber ich habe trotzdem immer noch einen Schritt zu viel, den Befehl zu viel. Ist ja hier sogar 32, geile Sache. So. Wo kann ich jetzt noch sparen? Wo kann ich jetzt noch einen Befehl einsparen? Ich weiß es. Und zwar... Und zwar das hier wegnehmen. Und das hier kommt hier hin. Wenn das negativ ist, dann soll der das aus dem nehmen und in die Outbox nehmen. Wenn das nicht negativ ist, dann addiert er das dazu und legt es danach in die Outbox. Sehr schön. Haha, siehst du, 34. Okay, also mit 32 kann man es auch machen. So, jetzt erstmal ein Einschub zur Arbeitsmoral. And that, ladies, is how I saved a bundle on my long-distance telephone service. Back to work, everyone. A massive army of machines has surrounded the city. The machines are not moving, and they are not communicating. Local authorities are investigating. Okay, mir stellt sich natürlich die Frage, guck mal, Career Milestone 2, nice. Mir stellt sich gerade die Frage, warum da Frauen stehen. Na? Offensichtlich ist das so ein Klischee, dass in irgendwelchen Büros die Frauen immer zusammen in der Kaffeeküche rumklüngeln müssen und Klatsch und Tratsch halten müssen. Dann wie auch immer. Der Time ist abgelaufen, liebe Leute. Das bedeutet, an der Stelle mache ich einen Cut und in der nächsten Folge geht's weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Bye, bye.